Willkommen zur ersten Hundevermittlung für 2012, sprich Januar, Februar. Für die Interessierten, die heute auf unproblematische Schäferhunde, Kuschelhunde oder ähnliches warten, ihr könnt jetzt ausschalten, denn diesen Monat gibt es nur Sorgenkinder. Sorgenkinder heißt auch bei uns bedauerlicherweise im Tierschutzverein Pitbulls, Staffs, und davon gibt es heute ausschließlich einige, die wir euch vorstellen wollen. Und wir fangen auch gleich an, und zwar mit dem Ottmar. Der Ottmar, ein ausgesprochener Staff-Mix-Schmusehund, wie man ja unschwer erkennen kann, ist 2 Jahre alt und wurde bei uns direkt im Sommer am Tor angebunden. Und meine herzallerliebste Kollegin Silke gibt weitere Informationen zu dem schmusigen Ottmar. Ja, ist wirklich tragisch, ne, sein Schicksal. Also hier angebunden, wir können es gar nicht verstehen, weil er ist ausgesprochen menschenfreundlich, lustig, anhänglich, verschmust, aber halt auch noch sehr verspielt und agil, ne, ist natürlich klar, in seinem Alter. Und er möchte halt gefallen. Also er möchte alles richtig machen, er möchte ganz viel Spaß haben und ausprobieren. Möchte alles richtig machen, aber er braucht halt auch noch ein bisschen Erziehung. Mit Hündin versteht er sich gut, mit Rüden nicht so unbedingt? Ja, nach Sympathie. Also eher Hündin, ansonsten lustig. eigentlich ein Clown, eine Kaspernase. Jetzt will er weg. Jetzt will er weg. Weg ist er, der Ottmar. Wir haben aber auch alles Wichtige zu Ottmar gesagt. Weitere Informationen gibt es unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Weiter geht's mit einem Stafford Bull Terrier Mix, und zwar ist das der Magico. Magico ist etwas über ein Jahr alt, kommt aus einer Beschlagnahmung und hat den Snack entdeckt. Gib uns weitere Infos, Silke. Genau, also Magico ist sehr unsicher, ne, und sehr ängstlich. Sieht man ja auch schon hier. Also hier kam er an mit eingeklemmter Rute. Er lässt sich anfangs überhaupt nicht anfassen von Fremden und ist halt auch selbst bei Leuten, die er kennt, sehr unsicher. Also das heißt, wir brauchen jetzt wirklich ganz erfahrene Hundehalter, die halt auch wirklich souverän sind und vielleicht auch schon mal einen sehr unsicheren Hund hatten, die das also kennen. Denn das ist so eine kleine Gratwanderung. Man muss ihm natürlich Vertrauen geben, man muss ihn ein bisschen bestechen, aber man darf ihn auch nicht verhätscheln. Hundeschule wäre sinnvoll. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist er nun auch noch jung. Wir sind natürlich froh, dass er jetzt sehr leicht bestechlich ist. Keine Kids, nein, ist auch ganz klar, ne? Genau, keine Kinder. Soll er ein Kind gebissen haben. Und er ist sonst halt hier, aber verträglich auch. Also mit Hündin auf jeden Fall. Mit Rüden nach Sympathie. Also muss man wirklich ausprobieren. Das kann auch mal umkippen. Also dass die erst spielen und dann schlägt es auch mal um. Also, also er weiß schon so, wo er steht. Ein Hund, den man nicht unbedingt verhätscheln darf, nee, dann klar die Linien auf, die Grenzen aufzeigen. Genau, ne? Denn wenn man ihn zu sehr verhätschelt, dann wird er natürlich auch übermütig, frech, knibbelt schon mal so in der Kleidung rum oder so, ne? Oder im Arm. Also man muss da halt wirklich so einen Mittelweg finden. Ne? Also schon Vertrauen aufbauen, aber halt auch einen klaren Weg gehen. Stafford Bull Terrier Mix Magico. Weitere Infos gibt es unter der eingeblendeten Telefonnummer. Bitte schön. Weiter geht es mit der Pitbull-Mix-Dame Emma. Emma kommt nachher nochmal. Erste Emma, 3 Jahre alt, seit rund einem Jahr bei uns im Tierheim. Und herzallerliebste Silke, du hattest Vorsicht gesagt. Warum Vorsicht? Ja, also Emma braucht schon eine gewisse Zeit, bis sie ihre Leute kennenlernt. Also sie ist durch mehrere Hände gegangen. Sie ist sehr misstrauisch, was fremde Leute angeht. Und braucht halt schon, also am Anfang knurrt sie halt auch Fremde an oder verbellt diese. Also man braucht schon ein bisschen Zeit, um sie kennenzulernen. Wir haben das jetzt hier auch ganz gut hingekriegt. Wir haben sie natürlich auch bestochen. Aber wenn sie jemanden ins Herz schließt, dann ist er auch sehr anhänglich und lieb und verschmust. Leinführig ist sie auch. Leinführig ist sie auch, genau. Sie ist eigentlich eine sehr angenehme Spaziergängerin. Sie ist so mehr der gemütlichere Typ. Das liegt aber daran, weil sie wohl ein bisschen Arthrose hat, ne? Genau, also wir haben sie hier geröntgt. Sie hat also Arthrose. Sie bekommt so eine Unterstützung mit und das Futter. Medikament. Ja, also so ein Aufbaupräparat eigentlich ist das, ne? Und, ja, aber deswegen siehst du mehr die gemütlichere. Sie möchte jetzt keinen Hundesport machen.
aber sie hat so keine Einschränkung, sage ich mal. Mit Rüden versteht sie sich gut, mit Hündin nach Sympathie. Genau, ne? Sonst hat sie halt schon Jagdtrieb, also Katzen sollten nicht im Haus sein und Kinder sollten auch nicht im Haus sein. Der ursprüngliche Abgabegrund war halt auch, dass sie das Kind in der Familie angeknurrt haben soll. Wie gesagt, durch mehrere Hände gegangen, unsicher auch, ne? Also schon erfahrene Leute, die so ein bisschen souverän sind und sie so ein bisschen Sicherheit geben in der fremden großen Umwelt. Aber die Emma zeigt sich doch hier wirklich ganz klasse. Sind wir ganz zufrieden. Ich hoffe, euch gefällt sie auch. Sofern wirklich. Infos bei uns direkt im Tierheim zu Emma. Für die Stafford-Mix-Dame Niki suchen wir jetzt ein wirklich endgültiges Zuhause. Denn die Niki hatte bereits drei Vorbesitzer. Und der letzte Vorbesitzer hat einen neuen Job bekommen und musste umziehen und durfte sie deshalb nicht mehr halten. Daher seit 8 Wochen bei uns im Tierheim. 10 Jahre ist sie alt. Mhm. Was haben wir noch für Infos? Ja, also sie ist unsicher bei Fremden, unsicher auch bei Männern und vor allen Dingen bei alkoholisierten Leuten. Also die kann sie gar nicht leiden. Frauen und Kinder findet sie gut. Da hat sie irgendwie mehr Vertrauen zu. Und allerdings kann sie auf Artgenossen verzichten. Also die möchte sie nicht und auch keine Katzen. Nein, sie ist hier Einzelprinzessin. Ja, ein kleines Aber gibt es inkontinent, ne? Genau. Also sie ist halt inkontinent, bekommt einmal täglich eine Tablette morgens. Die nimmt sie aber gut und dann dürfte das kein Problem sein. Und da sind die Kosten auch im überschaubaren Rahmen. Genau, genau. Also das ist nicht wirklich viel. Ansonsten ist sie ruhig, sie ist gelehrig, sie ist wachsam und sie ist auch leinführig, also auch auf dem Spaziergang, das wird jetzt kein Spießgut mehr. Sie ist verfressen. Schnapp. Und und eigentlich, wir suchen, und sie hat wunderschöne Fledermausohren. Große Fledermausohren. Ja. Ich glaube, das Wichtige wurde auch gesagt zu Niki, die Stafford-Mix-Dame, die gefräßige Stafford-Mix-Dame. Ja, du kriegst jetzt natürlich auch noch einen. Weitere Infos bei uns direkt im Tierheim. Ja, wenn sich der Karl so nicht gut präsentiert, ein Stafford-Bull-Terrier-Mix, 6 Jahre alt und seit 5 Monaten bei uns im Tierheim, der zeichnet doch nun wirklich klasse. Silke, was haben wir denn zu Karl noch für Informationen? Genau, also er ist abgegeben worden wegen Überforderung. Er hat ja hier auch schon gezeigt, dass er ganz schön viel Dampf auf dem Kessel Alter, hat. Ne? Powerhund. Also wirklich ein Powerhund. Er ist futterneidisch, daran muss man arbeiten. Das läuft hier aber im Tierheim bereits sehr gut mit seinen Pflegern. Er ist leider unverträglich mit Artgenossen. Aber die ignoriert er größtenteils auf den Spaziergängen. Hunderfahrene Halter werden auch hier wieder von Vorteil? Ja, unbedingt. Also wir brauchen jetzt wirklich konsequente Leute, souveräne Leute, die ihm halt auch seine Grenzen aufzeigen. Und aber auch sportlich aktive Leute, die mit ihm halt wirklich aktiv durchs Leben gehen. Er hat einen ausgeprägten Jagdtrieb. Genau, aber er ist auch sehr gut leinenführig. Er kann auch mal stundenweise alleine bleiben. Er fährt im Auto mit oder Bus und Bahn, das kennt er alles. Er kennt auch Pferde. Er kennt auch Pferde, genau. Aber wie gesagt, souveräne Halter mit Erfahrung, damit er ihnen nicht über den Kopf wächst. Ja, der Carlson, ein Stafford Bull Terrier Mix. Ja, gib mal Küsschen. Weitere Infos unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Aufgrund der Hundevermittlung vom Vormonat wurden leider nur 2 Hunde vermittelt. Es lohnt sich also, die Namen laufen gerade unten durch. Es lohnt sich also durchaus nochmal die Hundevermittlung von Dezember und Januar anzuschauen. Und weiter geht's. Du bist eine Süße. Ja, man sieht. Jetzt kommt der letzte Hund, und zwar American Stafford Terrier, reinreißig die Emma. Die Emma will lieber küssen, darf sie. Danke. Letzter Hund, knapp 4 Jahre alt und seit einem halben Jahr bei uns im Tierheim. Kommt aus einer Beschlagnahmung. Oh Emma, du bist echt eine Süße.
gib uns mal weitere Infos. Herz allerliebste Silke. Ja, du siehst es ja, sie ist sehr freundlich, ne, menschenbezogen, anhänglich, verschmust. Ne, und also eine wirklich sehr liebe Maus. Eine Knutschkugel. Eine richtige Knutschkugel. Du bist ja eine Süße. Genau. Auf der anderen Seite ist sie aber auch noch sehr albern, sehr lustig, verspielt. Sie hat so ein Tennisballgebiss, das heißt, sie hat vermutlich häufig mit Tennisbällen oder Steinen gespielt. Sie hat aber auch schon eine Zahnsanierung bekommen. Also da kommt nichts mehr drauf zu, auf den neuen Halter. Ja, sonst ist sie eher ein Einzelhund. Kann gut mit Rüden? Ja, Rüden nach Sympathie. Sie ist eher ein Einzelhund, aber weil sie doch so ein bisschen zur Eifersucht neigt. Ne? Also dadurch, ne, sie möchte lieber ihre Menschen so für sich. Aber die Spaziergänge sind sehr angenehm mit ihr. Also sie ist leinenführig, das ist überhaupt kein Problem. Sie fährt auch gerne mal im Auto mit und sie kann auch mal stundenweise alleine sein. Und sie kriegt jetzt von mir einen kleinen leckeren Snack. Den geiert sie nämlich schon, den kriegst du gleich. Einen leckeren Knochen. Oh, okay. Den bleibst du hier. Bitte. Nee, jetzt geht's so runter. Ja. Aber er schmeckt ihr. Ja, die lustige, verspielte Hundedame Emma American Stafford. Und vor allen Dingen zweite Emma. Wir hatten ja vorhin schon eine. Das stimmt. Das ist Emma 2 aus Haus 5. Weitere Infos zu dieser Knutschkugel gibt es unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Ja, das war bei strahlender Sonne, der letzte Hund, den wir euch ans Herz gelegt haben, die Emma. Das war es diesen Monat schon wieder. Am 24.02. für die, die uns auf H1 sehen, ist die nächste Sendung, Viertel nach 8 bis Viertel nach 9. Da gibt es unter anderem ein Spezialtier am TV unterwegs in Niedersachsen über Hände für Pfoten. Die sind auf Katzen spezialisiert, ein gemeinnütziger Verein in der Nähe von Hannover in Arnum bzw. in Hemmingen. Das war es diesen Monat. Wir sehen uns nächsten Monat wieder. Guckt auch noch mal in die Hundevermittlung vom Vormonat, denn wir haben ja einige Hunde nicht vermittelt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.